Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Auf der Tempest. Mir fällt erst jetzt auf, dass hier so gar keine Musik läuft, oder? Doch, ich glaube, ganz leise ist auch was im Hintergrund. Ganz schön leise auf diesem Schiff. Naja. Wir arbeiten uns quasi gerade durch die Sidequest, also primär durch die Filmabendquest und halt den ganzen Rest so nebenher. Wir müssen uns unterhalten. Über Sam. Dr. Tipero missbilligt die Art, wie wir auf dem Flaggschiff des Archons aus dem Eindämmungsfeld der Kette entkommen sind. Indem du das Herz des Pathfinders angehalten hast? Ja, das missbillige ich allerdings. Kann ich nachvollziehen, aber hey, es hat funktioniert. Entspannen Sie sich, Doc. Es ist doch alles gut gegangen. Zu sterben, selbst wenn es nur vorübergehend ist, ist niemals gut. Ryder, Sam hat sie getötet. Ja, er hat sie wiederbelebt. Aber was, wenn er es nicht getan hätte? Dann wäre er jetzt tot. Ich kann den Pathfinder nicht weiterentwickeln. Es wäre, als würde ich einen Teil meiner selbst töten. Du bestehst aus Codezeilen. Du kannst nicht sterben. Wenn wir den gesamten Code löschen? Sam würde mir niemals etwas antun. Danke, Sarah. Hören Sie, ich bin nicht gegen Sam. Ich bin nicht gegen dich, Sam. Aber mein Job ist auch so schon schwierig genug, auch ohne, dass eine KI ihr Herz anhält. Selbst wenn sie es nur tut, um ihnen das Leben zu retten. Ihr Job ist auch so schon schwierig genug. Ja, wenn wir da an Drake denken, mit dem scheint sie auch eine Menge Arbeit zu haben. In Ordnung. Ich lasse mir ein neues Kunststückchen einfallen. Gut. Gil kann Ihnen bestimmt irgendwelche Kartentricks beibringen. Lexi. Ich entschuldige mich für jeglichen Kummer, den ich Ihnen bereitet habe. Und ich entschuldige mich, dass ich dich als Codezeilen bezeichnet habe. Du bist mehr als das, auch wenn du keine Zellen besitzt, um es zu beweisen. Okay. So, dann wollen wir uns um Liam kümmern. Loyalitätsquest vielleicht? Sollte ich vielleicht etwas wissen? Hey, ich habe nur... Wie geht's Ihnen? Mir geht's super. Es ist nur... Ich hatte Ihnen doch gesagt, ich würde es vermasseln. Und das habe ich. Erinnern Sie sich an Verand? Mein Kontakt bei den Angara? Sie ist weg. Ihre gesamte Gruppe ist urplötzlich verschwunden. Also, wollen wir sie retten? Wenn nicht, könnten wir nämlich die Nächsten sein. Natürlich retten wir sie. Warum auch nicht? Weil... ich Verand Daten und NAV-Punkte der Nexus gegeben habe. Wieso sollten Sie so etwas tun? Wir müssen wissen, wie wir hier überleben können. Ich habe es mit Fragen versucht und mit Stehlen. Niemand will Fremden helfen. Also habe ich die Initiative ergriffen. Ich habe ihr Daten und Tech gegeben, damit sie modifizieren kann. Verand war... sie ist vertrauenswürdig. Aber wenn sie von Piraten verhört oder an die Cat verkauft wird, sind wir erledigt. Wenn das hier schief geht, sind Sie dafür verantwortlich. Ich weiß und deshalb werde ich es auch regeln. Ein Händler hat mir eine Spur geliefert. Eine körnige Aufnahme. Wenn wir das System finden, finden wir auch die bösen Jungs. Außerdem habe ich Bradley um Leute gebeten, die uns dabei helfen, sie abzufangen. Ich dachte mir, sie würden vielleicht einsteigen wollen. Wie sollte uns ein Haufen Siedler helfen können? Dasselbe hat er auch gesagt. Wir sind also auf uns gestellt. Ich schicke die Aufnahme zur Brücke, damit sie vorliegt, wenn sie auf die Jagd gehen wollen. Und... sorry. Sehr gut. Endlich. Das ist seine Loyalitätsmission. Hat ja nicht lang gedauert oder so. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich werde die jetzt noch ein bisschen aufschieben, weil ich jetzt mich erst um den Filmabend kümmern möchte. Der hat jetzt schon so lange gewartet, dann kann er auch noch kurz, Suvi, diese Frau auf der Nexus, sie ist die Witwe einer meiner Pilotinnen. Eine derjenigen, die Sie für die Erkundung der Geißel ausgebildet haben? Ja, Zoes Frau war da draußen verloren. Und für eine andere Pilotin tut man eben das Richtige. Wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Ihre Witwe genügend Credits erhält. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das Größte wäre, die Geißel ein für alle Mal zu besiegen. Ich glaube, das wird nicht ganz so einfach. So, wo wurde ich jetzt hin genau? Kedera.
Kedera ist da hinten. Warum wir sehen jetzt erst Kedera, dann... Ja, dann mal gucken, wo wir als nächstes hin sollen quasi. Ob nur irgendjemand für uns eine Aufgabe hat. Und dann mal schauen, vielleicht Eos oder so. Sind jetzt im Orbit von Kedera. Also auf das, auf Eos bin ich mal besonders gespannt, weil die Szene mit Korra ist auf jeden Fall eine sehr schöne. An die erinnere ich mich noch gut. Wobei die wahrscheinlich diesmal irgendwie, ich meine, ich kann mich nicht gut dran erinnern. Wahrscheinlich wird sie sowieso ein bisschen anders diesmal sein, weil ich ja beim letzten Mal noch eine Beziehung mit Korra hatte. Da wird sich wahrscheinlich ein bisschen was verändert haben jetzt. Okay, da muss ich hin. Lass mich raten. Dort finden wir, genau, Popcorn. Ich meine, Schmuggelware. Es wäre noch fast witzig, wenn wir das als Codewort benutzen würden. Hast du ein bisschen Popcorn? Und damit meint man irgendwie geschmuggelte Waffen oder so ein Quatsch. Fände ich witzig. Und wieso hat der Mod-Händler das Zeug? Wie geht's Ihnen? Ich frag nicht. Da. Zeug. Ja, damit. Danke sehr. Aber das reicht nicht. Jetzt müssen wir uns noch kurz hier oben kümmern. Nämlich genau darum. Hoch. Und unterwegs sollte ich am besten nochmal irgendwas abknallen. Oder irgendwas zum Abknallen finden. Moment mal, ich habe doch gerade die Questung geschaltet, oder nicht? Ja. Wieso wird mir noch die anderen gezeigt? Ich sehe gerade, kann ich vier Waffen tragen? Habe ich das Upgrade für die vierte Waffe schon gehabt? Oder habe ich mich da gerade verguckt? Weil falls ja, würde ich einfach vielleicht die Avenger trotzdem noch mitnehmen. Wollen wir doch mal sehen. Das ist die neue Knarre. Sieht ganz schön groß aus, das Ding. Hohe Feuerrate. Nice. Großes Magazin. Ich meine, der Stabilitätsmod scheint auf jeden Fall ziemlich gut zu funktionieren. Das Ding wackelt kaum. Jetzt müsste ich es eigentlich nochmal schnell im Kampf testen. Haben wir mal schnell irgendwie ein paar Tiere hier, die ich abknallen kann oder sowas? Ich brauche gerade ein Ziel, auf das ich schießen kann. Okay, auf kurze Distanz absolut tödlich. Nicht perfekt, aber für eine Schnellfeuerwaffe definitiv gut. Die nehme ich mit. Also ich brauche die nur für kurze Distanzen. Da ist die Feuerrate, so dass mich praktisch... Upsala, da war kurzer Leck. Weil für mittlere Distanzen hätte ich ja noch die Helios-Waffe. Ich weiß ja den Namen nicht mehr. Und für lange Distanzen hätte ich das Sniper dabei. Also an sich passt das, glaube ich, schon ganz gut so. Ich glaube, Vetra wollte mir hier etwas zeigen, aber sie ist nicht hier. Wenn ich das ohne Vetra mache, bringt sie mich um. Hä? Also meinst du, ich sollte Vetra mitnehmen oder was? Ich glaube, ich habe eine Vermutung, was das hier sogar sein könnte. So, Drag. Du gehst mal kurz raus. Und wir schnappen uns Vetra. Raus liegt ein Lager mit Gesetzlosen. Sorry, Vetra. Nicht jetzt. Jetzt geht's um was anderes.
Ja, ich wusste es. Sie hatten recht. Die Aussicht ist traumhaft. Dabei sind wir noch nicht mal oben. Ich wette, ich bin schneller. Ein Rennen? Darauf? Nicht reden, klettern. Na los, Pathfinder. Und keine Jetpacks, Betrüger mag niemand. Na dann mal los. Ihnen werde ich's zeigen. Ganz bestimmt. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, ein Fall wäre hier unpraktisch, Sarah. Und ja, ich werde betrügen, habe ich letztes Mal nämlich nicht gemacht. Hey. Ach komm bitte, du hast doch auch ein Jetpack. Haben Sie Spaß? Ich hab's Ihnen echt gezeigt. Oh ja, wirklich beeindruckend. Wow. So wird es überall sein, oder? Nein, besser. Ich habe mich 14 Monate gefragt, ob es ein Fehler war, hierher zu kommen und meine Schwester mitzuschleifen. Nein, jetzt nicht mehr. An Bord der Tempest zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Es war eine wilde Reise, hä? Wild und fantastisch. Mir fällt gerade auf, dass es in der ganzen Sache wirklich einen Nachteil gibt. Und zwar, weil... Fängt es gerade an zu hageln, oder was ist das für ein Geräusch? Ah ja. Entweder ist das ziemlich heftiger Regen oder Hagel. Ich bin mir nicht sicher. Moment, wo bin ich denn hier? Ich bin nicht da, wo ich hin wollte. Nee, da hätte ich hin muss. Was soll ich sagen? Genau. Da wir mit Suvi jetzt eine Beziehung haben, Suvi aber kein Suvi aber kein Mitglied ist, was wir halt so mit auf die Mission nehmen, kann es sein, dass wir tatsächlich keine großartig weitere Szene noch kriegen mit ihr. Wäre schade. Wirklich. Ich meine, all diese Szenen, die wir jetzt hier gerade sehen mit jedem Charakter, ist natürlich schön, dass die da sind, aber vor allem wäre das natürlich auch nochmal eine Szene, die halt auch nochmal interessant wäre mit dem Charakter, mit dem man eine Beziehung angefangen hat. Wird halt bei uns nicht wirklich der Fall sein. Zumindest gehe ich davon aus. Es kann natürlich sein, dass man mit Suvi trotzdem noch was eingebaut hat, das glaube ich aber nicht wirklich. Vielleicht gibt es während des Filmabends noch was, aber auch das glaube ich nicht unbedingt. Wobei mich beim Filmabend jetzt eine Sache interessieren würde, ob sich nämlich ändert, wer dabei neben Ryder sitzt. Beim letzten Mal war es bei mir Cora. Das könnte aber genauso gut Zufall sein. Würde mich interessieren, ob die Entwickler daran gedacht haben. Alle Systeme im grünen Bereich. Und also warte, ich muss ja noch. Ich muss das Zeug hier erst zu Vetra bringen. Vetra, meine Gute, wo bist du denn? Bist du das hier? Ja, da bist du. Dachchen, ich habe Zeug besorgt. Schmuggelware. Ich habe das Popcorn und dieses Gregson, was auch immer das ist. Vielen Dank. Ich schulde Cora etwas dafür, dass ich ihren Zugangscode benutzen durfte. Das wird bestimmt lustig. Wie früher, als Sid noch klein war und wir uns gemeinsam Videos angesehen haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt auch direkt wieder die nächste Mail haben. Mal raten, von wem ist sie? Vielleicht von Jarl. Ha, richtig. Nice. Wollen wir doch mal sehen. Jarl ist vermutlich wie immer hier drin. Oder auch nicht. Jarl, du alte Socke, wo steckst du denn? Achso, wahrscheinlich dann unten. Nehmen wir mal die Tür auf. Dankeschön. Da hinten ist er.
gemeinsam Videos anzusehen? Der Filmabend? Er hat ihn wieder verschoben, aus Respekt vor den Kroganern. Hm, gut. Denn soweit ich gesehen habe, sind ihre Videos flach. Man kann sie nur sehen und hören. Angara-Videos benutzen schwache elektrodermale Signale, die man durch die Haut spürt. Ich habe das mit Gil besprochen. Wir könnten ein System bauen, das das auch kann, wenn wir die richtigen Komponenten zusammenkriegen. Ist das sicher? Mir stellt sich eher die Frage, ob das für dich möglich wäre, da Angara ja scheinbar auch deutlich mehr als bei Menschen Strom durch den Körper fließen haben. Ich meine, das, was bei Menschen am Strom durch den Körper fließt, kann man ja kaum zählen. Das ist ja nicht viel. Klingt großartig. Das sollten wir machen. Die benötigten Komponenten müsste es auf Aya geben. Wir sollten danach Ausschau halten. Und nochmal nach Aya. Na gut. Huch. Ich habe Liam gerade auf den Tisch geschubst. Okay. Wir sind jetzt im Orbit von Kadara. Scheiß auf Kadara, wir gehen einfach nochmal nach Aya. Ich verbringe erstaunlich viel Zeit auf diesem Planeten. Und irgendwie immer nur zum Shoppen. Naja, nicht weiter verwunderlich. Immer wenn ich mir Waffen herstellen wollte, musste ich halt dahin, weil entweder da oder auf der Nexus habe ich mal das ganze Zeug bekommen. Und irgendwie leckt das Spiel gerade ein bisschen zu viel. Ich meine, ja, es ist nur so eine Sekunde, aber warum? Das mag ich nicht. Und los geht's. Kello, lande schneller! Da fällt mir ein, ich wollte doch mit Jarl auch nochmal auf Haval was machen, ne? Ja, darum sollte ich mich auch noch kümmern. Wobei, ich glaube nicht, dass wir da heute noch zu irgendwas kommen werden. Leider. Aber beim nächsten Mal dann hoffentlich noch sowohl Haval als auch Eos. Gemischwahlhändler. Ja, bei der bin ich irgendwie oft. Das freut mich. Wo ich gerade hier bin, gib mir das Element Zero mit. Und das Vanadium. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir verkaufen könnten vielleicht? Ja, ach komm. Dann bin ich so los. Und wieder zurück. Wenigstens kann man diese Abstecher wirklich kurz halten. Das finde ich gut. Ich meine, Aya ist jetzt alles andere als groß. Da finde ich es schon sehr löblich, dass man trotzdem ein Schnellreisesystem eingebaut hat. Liefern wir. Hello. Liefern wir das Zeug noch schnell ab. Und gucken noch, wer als nächstes noch was gesagt hat. Irgendwer will bestimmt noch was. Moment mal. Wohin? Ach, da unten. Ich wundere mich schon, weil die Anzeige plötzlich weg war. Sie die Komponenten gekauft? Ja,
Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Sie und Gil zustande bringen werden. Er ist sehr begabt. Falls, sobald es klappt, können mehr von Ihren Leuten unsere Geschichten so erleben, wie sie gedacht sind. Goda Tavetera. Die Trilogie Loleas Wiedergeburt. Ich weine jetzt schon ein bisschen. Sehr schön. Gut, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal machen wir dann ja weiter damit, den ganzen Krimskrams zusammenzusammeln. Und auf jeden Fall möchte ich beim nächsten Mal noch nach Haval und am besten dann auch schon noch direkt nach Eos. Um den ganzen anderen Kram anzugucken, den es dann noch geben wird. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.